Hallo und herzlich willkommen zu dieser News-Ausgabe. Diesmal wieder mit Tourdaten, Veröffentlichungen und Neuigkeiten aus der Welt des Metals. Heute mit dieser Band. Die griechische Brock Power Metal Band Lightfold haben ein Live-Video für den Song Behind the Whale veröffentlicht, den dritten Song auf dem neuesten Album der Band Deathwalkers, bei dem es sich um ein Konzeptalbum handelt, das erste einer Trilogie mit drei Alben. Das Video wurde während des Secret Gigs der Band am 2. Mai diesen Jahres in Athen gedreht, wo das Album vorgestellt wurde. Die Band sagt dazu: Zuerst ist dein Geist, deine Seele außerhalb des Körpers verwirrt, etwas, das Martin bisher völlig unbekannt war. Er wird bald eine andere Welt hinter der Welt erkennen, die er einmal gekannt hat. Eine Welt von Kreaturen, die seine Seele für immer und ewig beansprucht, wird böse. Erst kürzlich hat Lightfold ein brandneues Lyric-Video für den Song The Battle veröffentlicht, der aus der neuesten Veröffentlichung der Band Deathwalkers, so der Albumtitel, stammt und immer noch begeisterte Kritiken aus der ganzen Welt erhält. Lightfold ist eine Progressive Power Metal Band aus Athen, aus Griechenland natürlich. Thanasis Labrakis und Theodor Martinis gründeten die Band Mitte 2012. Ihr Debütalbum Time to Believe erschien im April 2014 über Metal Breed Records. Von 2014 bis 2016 nahm die Band an zahlreichen griechischen Festivals in Athen und Thessaloniki teil, darunter unter anderem das Wreckfest und Under the Quarry Festival. Lightfold haben kürzlich ihr neues Konzeptalbum mit dem Titel Deathwalkers im CFL Recording Studio fertiggestellt. Ihr zweites Album ist der erste Versuch, eine Geschichte zu erschaffen, deren Bedeutung für Leben und Tod weitaus größer ist, als wir uns vorstellen können. Für dieses Album rekrutierte Lightfold ihren Choir of Demonic Angels, einen echten Frauenchor, für 6 Tracks des Albums, bestehend aus den eindringlichen Stimmen von Margareta Papadimitriou, Christina Alexiou und Sofia Caruana. Das war's mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert uns und vergesst nicht dabei, die Glocke zu aktivieren. Bis dahin sage ich, macht's gut.